So, verlassen können wir die Bude ja leider nicht. Besser nicht. Können wir eventuell... Mach ich nicht. Dann eventuell... Ich sollte meine... Oder hier... Nein. Ich nehme an, diese... Gut, die Herr, die Fit, die Z, die G und die... Ach, ihr seid ja... Ja. So, Haupteingang, Ratshallen, Ausgang, ja, Da kommen wir im Moment nicht raus. Wir haben noch einen Bühnengrabscher. Wir haben auch Waschpulvertabs. Die Abstimmung wird bestimmt interessant. So, Zierrüstung. Ja, da können wir auch nichts machen. Wir kommen im Moment nicht raus, weil die scheiß Tür klemmt. Ich glaube. Du meinst. Oh. Ich. Hab ich. Das ist die Beschriftung für Civil Scepter. Hier links, rechts kommen wir auch nicht weiter, okay. Aber das geht. Hätte ja sein können. Die Arme. Ach was, das würde ihr bestimmt Spaß machen. Sie wird dann sozusagen Supermaus. Ich lache dann später, Civil. Ich finde das auch lustig. So, haben die denn jetzt irgendwas zu sagen? Aber hallo. Nee. Wir müssen. Der hat nichts mehr. Ich nehme. Ja. Ja, laber mich bloß nicht voll jetzt. Ne? Ja. Nee. Wir werden. Boah. Ich würde am besten mal speichern. Ich hoffe nur, dass die Presse ein paar gute Bilder von mir bringt. Ja, toll, mir ist das Spiel gerade eben wieder abgestürzt. Aber was wir noch nicht ausprobiert haben, ist, ob der Bühnengrabscher hier damit funktioniert. Ich hoffe... Ach, diese Abstimmung ist ja am Einschlafen. Ich werde mal für etwas Schwung sorgen. Na nu, was passiert denn hier? Das sieht aber gar nicht gut aus. Oh, wie schade. Oh, jetzt ist mal Abend. Oh, ich muss sagen, das ist nochmal ein Jackpot. Autsch, 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 autsch. Das war ein unerquickliches Erlebnis. Ich frage mich, wie sich der Stein einfach so lösen konnte. Und die Türe der Ratshalle ist nun auch beschädigt. Das war ein Spaß. Aber der Bühnengrabscher ist dabei zu Bruch gegangen. Nun ja, er hat seine Schuldigkeit getan. Ach, schade. So, jetzt können wir mal wenigstens wieder rausgehen, ey. Da ist Ambrosius. Ah, die ist jetzt da. Okay. Gehen wir mal ins Theater. Reden wir mit der Heldin. Ich grüße euch, ihr wackeren Recken. Ich bin die Abgesandte der Helden. Kann ich euch weiterhelfen? Ja. Eine Abstimmung wurde einberufen. Los, komm endlich in die Ratshalle. Ich fürchte, dass dies nicht möglich ist, denn dieser Modelwettbewerb beschäftigt mich vorerst noch. Du musst zur Abstimmung kommen, bitte. Nun, selbst wenn ich das in Erwägung ziehen würde, ist es leider nicht möglich. Mein Vertrag mit dieser Show sieht eine unvergnüglich hohe Strafe im Falle eines Vertragsbruchs vor. Was? Wieso bist du denn hier bei der Show? Das ist eine lange Geschichte. Ich war unterwegs auf einem Raid. Ich meine, auf einer Expedition. Als ich zurück zu der ehrwürdigen Heldenakademie von Newbie Island kam, streikte das magische Tor plötzlich. Niemand konnte hinein oder hinaus. Meine Taschen waren voll, deshalb bin ich hierher gekommen, um einige Dinge zu verkaufen. Als nächstes hat mir der freundliche Basilius... Basilius! Fahrt bitte fort.
Wie gesagt, Basilius hat mir einen Sitz in der Jury von Showstar angeboten. Okay. Age, können wir dich davon überzeugen, zur Abstimmung zu kommen? Mein Vertrag mit Basilius gilt, solange die Show läuft. Die Vertragsstrafe werde ich lieber nicht riskieren. Wir haben noch was vor. Bis bald. Auf bald. Okay, die ist... Was ist das denn? Ein mit Kreide gezeichnetes X am Boden. Hallo ihr und willkommen zu meiner neuen Show. Okay, was hast du diesmal? Wann ist Showstar denn vorbei? Wir brauchen die Heldenbotschafterin dringend für eine Abstimmung. Ich fürchte, da werdet ihr sehr lange warten. Showstar ist als unendliche Staffel konzipiert. Das bedeutet, dass wir auf Jahre und Jahrzehnte noch neue Folgen produzieren werden. Da es meine Show ist, bestimme ich, die großartige H-Lo, wie lange die Show läuft. Na toll. Na super. Wann fängt Showstar denn an? Leider haben wir noch nicht genügend Leute beisammen, um eine Staffel abzudrehen. Was? Was für Leute werden denn für dieses Showstar noch benötigt? Wir haben im Moment nur 2 Juroren, aber es werden 3 benötigt. Ein solcher Juror sollte natürlich über Mode und Style Bescheid wissen und am besten selbst über ein blendendes Äußeres verfügen. Bisher hat sich niemand gemeldet, als Model gegen mich anzutreten. Das ist natürlich verständlich, aber trotzdem bräuchte ich noch 2 weitere Kandidaten. Ah, Showstar braucht natürlich auch einen Moderator. Aha. Was ist die Aufgabe des Moderators? Nun ja, er muss die Show eben einleiten, sollte witzige Sprüche loswerden, um das Publikum zu erheitern. Außerdem wäre es gut, wenn er einen gewissen Bekanntheitsgrad hätte. Im Prinzip also der Pausenclown. Wer würde so etwas freiwillig machen? Kann Seville Moderator sein? Was? Wie? Seville? Der ehemalige Tyrann? Aber natürlich, das ist eine wunderbare Publicity für meine Show. Willkommen im Team. Aber... Komm schon, Seville, das wird sicher ein Spaß. Naja, vielleicht kann ich wenigstens ein paar sarkastische Bemerkungen über die Niveaulosigkeit des ganzen Konzepts abgeben. Okay. Was für Leute werden denn für dieses Showstar noch benötigt? Wir haben im Moment nur 2 Juroren, aber es werden 3 benötigt. Ein solcher Juror sollte natürlich über Mode und Style Bescheid wissen und am besten selbst über ein blendendes Äußeres verfügen. Bisher hat sich niemand gemeldet, als Model gegen mich anzutreten. Das ist natürlich verständlich, aber trotzdem bräuchte ich noch 2 weitere Kandidaten. Okay. War nett mit dir. Bis bald! Was ist mit dem schwarzen Ritter? Hallo! Ihr! Hey, dich kennen wir doch! Was machst du denn hier? Wisst ihr, ich war eigentlich auf dem Weg, wieder Raubritter zu werden. Aber dann habe ich diese Anzeige als Juror für Showstar gesehen. Und nun bin ich hier! Na, okay. Du wolltest doch böse werden. Warum bist du jetzt hier? Naja, als Juror kann ich die Teilnehmer beleidigen und böse Sprüche abgeben. Ich kann über die Modelqualitäten lästern, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben. Hier kann man also so richtig böse sein. Ich muss zugeben, das hört sich wirklich nach einem guten Zeitvertreib an. It's H-Lo, bitch. Was ist denn mit dem untoten Piraten passiert? Er wollte zunächst Urlaub machen, um dort finstere Pläne zu schmieden und so. Was ist denn mit dem lispelnden Dämon passiert? Der träumte schon immer davon, ein Dungeon Mastermind zu werden. Ich glaube, er sucht noch nach einem passenden Ort, um seinen Dungeon aufzubauen. Okay. Wo sagtest du, dass dein Piratenfreund abgeblieben ist? Er wollte zunächst Urlaub. Ach so. Wir werden alle Zuschauer rekord... Genug Geschwätz! Bis... Ja, bis später. So. Okay, das hätten wir. Wir müssen also ein paar Leute für Showstar finden, okay. Wir sind schon mal der Moderator.
Was mit ihm hier? Juniorenmitglied Ambrosius, warum denn nicht? Passen würde es ja. Haha! Habt ihr etwa gedacht, ihr könntet euch an mir vorbei aus der Stadt schleichen? Also, welch perfider Plan. Aber ich, der geniale Ambrosius, habe euch durchschaut und hier aufgelauert. Seit ein paar Stunden. Aber wir... Euer Leugnen ist zwecklos. Mein Verstand hat all eure Fluchtmöglichkeiten bereits erfasst und durchkreuzt. Aber ich habe diplomatische Immunität. Tatsächlich? Oh, aber dann kann ich euch ja gar nicht festnehmen. Eben. Also geh aus dem Weg, du elende Blechbüchse. Tja, ich sehe, ihr seid nicht auf dem Laufenden. Ich kann euch zwar nicht aufhalten, aber niemand darf die Stadt verlassen, sofern er nicht den Passierschein A38 vorweisen kann. Passierschein A38? Wer hat sich denn diesen Blödsinn ausgedacht? Der geschäftsführende König Basilius hat dies per Dekret erlassen. Also, wenn ihr nicht den Passierschein A38 vorweisen könnt, dann kommt ihr nicht an der Wache und damit nicht an mir vorbei. Ich denke, wir werden diesen Schwachkopf erneut übertölpeln müssen. Dieses Mal verzichten wir aber auf Läuse. Igittigit. Können wir ihn nicht einfach zu Showstar bringen? Ihr schon wieder? Ich sagte doch bereits, dass ihr den Passierschein A39 benötigt, um an mir vorbeizukommen. War es nicht A38? Wie auch immer. Ich lasse euch nicht vorbei ohne diesen Schein. Interessiert es dich eigentlich nicht, dass Showstar noch einen Juroren sucht? Showstar sucht noch einen Juroren? Ja, sie suchen noch jemand, der kritisch die Models bewertet und ihre Haarpracht in Augenschein nimmt. Tja, darauf kann es nur eine Antwort geben. Ich, als kritischer Paladin, Träger der prächtigsten Haarpracht in ganz Verianis, habe einen geschulten Blick, was Frisuren angeht. Was sollte das für ein erbärmlicher Wettbewerb sein, der ohne mich stattfindet? Egal, ob ich nun mit meiner Schönheit die anderen Kandidaten aussteche oder ob ich mit meiner Erfahrung und meiner kritischen Natur der Jury zur Seite stehe. Ich bin ein wahrer Kenner der Materie. Ach, was sag ich? Ich bin die Materie. Ich bin sozusagen ein schwarzes Loch, was Mode angeht, denn ich sauge alles in mir auf und... Das schwarze Loch ist eher in deinem Kopf. Schon gut, ich sehe schon, du wärst der ideale Juror für Showstar. Solltest du dich nicht besser gleich auf den Weg ins Theater machen? Stimmt, du solltest dich beeilen, ehe noch so ein Karl Lagerwiese oder Kevin großkommt und dir die Stelle wegschnappt. Tja, wer würde solche Kretins in die Jury nehmen, wenn er mich, den einzigartigen Ambrosius, haben kann? Also... Dann werde ich mich auf den Weg zu diesem Wettbewerb machen. Ihr beide werdet doch die Stadt nicht verlassen, solange ich dort beschäftigt bin, nicht wahr? Natürlich nicht. Großes Pfadfinderinnen-Ehrenwort. Wunderbar. Dann entschuldigt mich kurz. Ich muss mich um etwas Wichtiges kümmern. Oh, ich bin schon so gespannt auf diesen Wettbewerb. Ach, hoffentlich wird das Ganze auch eine gute Show. Vielleicht sehe ich auch ein paar neue Haarschnitte, die ich mir vielleicht abschauen kann. Oh, was bin ich aufgeregt. Es war ja viel leichter, diesen Schwachkopf loszuwerden, als ich dachte. Habe ich schon erwähnt, wie wunderbar es ist, auf der bösen Seite zu stehen? Die Guten sind einfach allesamt dämlich und leicht zu übertölpeln. Aber gute Menschen sind einfach viel, lieber. Würdest du es nicht auch lieber sehen, wenn dich die Leute verehren würden, als dass sie dich als fiesen Tyrann verabscheuen? Willst du meine ehrliche Meinung dazu hören? Ehrlich gesagt, nein. So, ach, da ist ja zum fahrenden Händler. Mal gucken, ob wir den auch noch irgendwie dazu überreden können. Buenos dias, verehrte Kundschaft! El Jolio verkauft hier die feinsten Reisen in die entferntesten Länder, die ihr euch nur vorstellen könnt. Aha. Hast du schon zu Mittag gegessen? Nein, ein fieser Türke hat El Jolios geliebten Käse gestohlen. Warum fragst du? Oh, ach, nur so. Ach ja. Hallo, warum ist dein Stand denn jetzt hier? Oh, auf der anderen Seite liefen die Geschäfte miserabel für El Jolio. Außerdem war es ein schäbiges Viertel. Jemand hat sogar El Jolios Mittagessen dort gestohlen. Deshalb versucht El Jolio nun hier seine Waren anzupreisen. Aha.
Nun, welche minderwertigen Waren preist du denn an? Ha! El Jolio verkauft nun Reisen von Dr. Thief Reiseagentur. All diese fremden und exotischen Orte, zu denen ihr schon immer reisen wolltet, stehen euch nun dank El Jolio offen. Aha. Wir suchen einen Djinn. Wir haben gehört, dass er einen Urlaub gebucht hat. Weißt du Näheres darüber? Ah, natürlich. Er hat bei El Jolio eine von Dr. Thief's besten Reisen gebucht. Man sagt, dass er als Gewerkschaftsvertreter auch nichts dafür bezahlen musste. Wo ging die Reise denn hin? Er hat eine Reise in die weit entfernte Urlaubsoase gebucht und lässt sich dort die Sonne auf die Lampe brennen. Oh, Sonne. Das erinnert El Jolio an das ferne Spanianis.